Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und ich kann mir vorstellen, zu einer, ja, auf die viele gespannt sind, denn der Film, um den es heute geht, das ist einer, an dessen Reihe, aus der dieser Film stammt, sich schon seit vielen Jahren die Geister scheiden. Es geht nämlich um die Fast and Furious Reihe, insbesondere nun eben um den dritten Teil und, nein, natürlich nicht um den neunten Teil, Herrgott. Ja, dieser Film veranschaulicht tatsächlich so ein bisschen, warum denn so viele Leute mit dieser Saga, wie Vin Diesel es immer wieder nennt, so ihre Probleme haben. Und ja, im Grunde macht der Film genau das, was man von ihm erwartet. Aber vielleicht ist das ja mittlerweile zu wenig. Was ich damit meine, das verrate ich euch nach einer sehr kurzen Zusammenfassung des Plots, der generell auf eine Briefmarke passt. Und danach geht es in die Kritik. Viel Spaß! Egal wie schnell du bist, die Vergangenheit wird dich immer einholen. Dominic Toretto, gespielt von Vin Diesel, hat sich in eine entlegene Gegend zurückgezogen, um sich gemeinsam mit seiner Frau Letty, gespielt von Michelle Rodriguez, um seinen Sohn zu kümmern. Als sie mit einem extrem gefährlichen Auftragskiller aus Doms Vergangenheit konfrontiert werden, muss er noch einmal seine Crew zusammenbringen, um die Menschen, die er am meisten liebt, vor allem aber sich selbst, zu schützen. Wer ist das? Jacob ist Doms Bruder. Dein ganzes Leben lang hast du dich angestrengt, um schneller zu sein als Dom. Cleverer als Dom. Stärker als Dom. Aber könntest du ihn auch töten? Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Das Fast and Furious Franchise ist eine mittlerweile neunteilige Filmreihe, die es im Laufe der Jahre fertiggebracht hat, ihre ursprüngliche Ausrichtung als weitestgehend bodenständige Auto-Action-Reihe, in der einfach ein paar coole Typen mit ihren aufgemotzten Karren durch die Gegend cruisen, vollständig ad acta gelegt und sich ein ganz neues Image zuzulegen. Allerspätestens seit in Fast and Furious 6 eine Landebahnszene zum Meme wurde, weil das Rollfeld gemessen an den physikalischen Gesetzmäßigkeiten 45 Kilometer lang sein müsste, damit die Szene immerhin noch halbwegs Sinn ergibt, sagten sich die Verantwortlichen vollends von der ursprünglichen Auslegung los. In den darauf folgenden Filmen wurde nicht bloß ein U-Boot in die Action-Stunts der Familie mit einbezogen. Dom und sein Partner sprangen unter anderem auch in einem Leihkahn von einem Hochhaus zum nächsten oder ließen sich von allerhand gehackten, ferngesteuerten Autos ihrer Gegenspielerin Cypher quer durch die New Yorker 7th Avenue jagen. Keine Frage, die MacherInnen der Reihe oder wie es in den USA so pathetisch heißt, Saga, haben den Hollywood-Sequel-Gedanken höher, schneller, weiter nicht nur perfektioniert, sie leben ihn. Und deshalb war es in meinen Augen auch völlig logisch, dass die Crew es irgendwann einmal ins Weltall verschlagen musste. In Fast and Furious 9 ist es nun tatsächlich soweit, doch das Problem daran ist nicht etwa die physikalische Unmöglichkeit dieses Stunts, denn mit Verlaub auf Physik gibt die Reihe ohnehin schon lange nichts mehr und das ist in diesem Filmuniversum auch völlig okay. Nein, das Problem ist anderer Natur. Der auf der Leinwand zelebrierte Wahnsinn wirkt mittlerweile allzu routiniert, sodass selbst so etwas Wahnwitziges wie eben dieser Weltallstunt wie eine Notwendigkeit anmutet, um dem bereits zitierten höher, schneller, weiter überhaupt noch gerecht zu werden. Es gibt eine Szene in Fast and Furious 9, die den Charakter des Films perfekt zusammenfasst und damit einhergehend auch die maßlose Ego-Show, die Hauptdarsteller Vin Diesel alias Dominic Toretto seit jeher in den Film abzieht. Und zwar nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Wenn er wieder einmal über den Meisterwerkstatus sowie eine eventuelle Oscar-Tauglichkeit der Fast-Filme referiert. In eben dieser Szene fällt Dom aus großer Höhe ins Wasser und sinkt sukzessive immer tiefer, bis sich die Leinwand um ihn herum in helles Licht hüllt. Wir sehen Rückblenden aus den bisherigen Teilen, die wie ein Film an ihm vorbeiziehen. Und der nach Fast and Furious 6 wieder zur Reihe zurückgekehrte Regisseur Justin Lin kostet diese allzu bekannte »Die Seele verlässt den Körper« Todesszene genüsslich aus, sodass man sich alsbald damit abfindet, dass sich Vin Diesel in Fast and Furious 9 tatsächlich von der Reihe verabschiedet. Doch wer in der Vergangenheit verfolgt hat, was für einen Stellenwert die Fast-Saga mittlerweile in Vin Diesels Leben einnimmt, der wird sich hier letztlich wohl kaum auf dem Holzweg führen lassen.
Die Reihe ist seit jeher nach Maß auf eine Figur wie Dominic Toretto zugeschnitten. Und so gehen in Fast and Furious 9 nicht nur einmal mehr die coolsten Stunts auf Vin Diesels Konto, er dominiert die Reihe mittlerweile auch so sehr mit seinem Wir sind eine Familie-Pathos, dass der Schritt zur Parodie nur noch ein sehr kleiner ist. Fast and Furious 9 ist nicht zwingend Testosteron getränkt, dafür gibt es sowohl auf der Seite der Guten als auch auf der Seite der Bösen mittlerweile genug per se interessante Frauenfiguren, selbst wenn das Skript genregetreu wenig aus ihnen, aber auch aus den männlichen Charakteren herauszuholen weiß. Dafür aber durch und durch Vin Diesel getränkt. Für einen Film, der permanent das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie bestärkt, ist solch eine One-Man-Show kontraproduktiv. Dass dadurch vor allem jene Szenen zu den besten gehören, in denen möglichst viele Crewmitglieder auf einmal in Action zu sehen sind, ist dann nur folgerichtig. Etwa wenn die Gruppe ganz zu Beginn in ihren Karren über ein scharfes Minenfeld brettert, anschließend eine kaputte Hängebrücke hochfährt oder sich in super Zeitlupe an ihr von einer Seite auf die andere schleudern lässt. Das gibt sogleich den Tonfall vor, den in Fast and Furious 9 die Stunts aufweisen. Und wie bereits eingangs beschrieben, dürfte der Wunsch nach einer halbwegs plausiblen Erklärung für das Gelingen derartig halsbrecherischer Aktionen diesmal vollends im Nichts verpuffen. Gleichwohl beißt sich diese gezielte Gigantomanie mit der erzählerischen Tonalität. Die zwischenmenschlichen und familiären Interaktionen in Doms Team erfüllen allenfalls die unterdurchschnittlichen Qualitäten einer Seifenoper, nehmen aber dennoch massig Raum ein. Das, was hier nicht an Emotionen überspringt, versucht Vin Diesels Dom zudem regelmäßig mit pathetischen Zusammengehörigkeitsappellen wieder wettzumachen. Das ist etwas, was funktionieren kann. Schließlich haben auch die zig Soaps im deutschen Vorabendprogramm täglich mehrere Millionen ZuschauerInnen. Aber es verbaut den Verantwortlichen diverse Möglichkeiten, die heraufbeschworene Gigantomanie angemessen auszukosten. Zwar versucht Roman, gespielt von Tyrese Gibson, gleich mehrmals im Film auf die Absurdität sämtlicher bisheriger Ereignisse zu verweisen und stellt die naheliegende These auf, dass er und der Rest wohl sowas wie Superheldinnen sein müssen, dass er es zu Beginn des Films überlebt, dass ein riesiges Auto direkt auf ihn draufkracht, zeigt schon, dass sich die Kreativen der Idiotie ihres Filminhalts sehr wohl bewusst sind. Die um ihn herumstehenden quittieren diese Vermutungen mit einem Lachen. Und dann war es das auch schon mit der Selbstreferenz. Gewiss, es kann angenehm sein, dass sich ein Film trotz seiner hanebüchenen High-Concept-Ausmaße einfach mal nicht selbst durch den Kakao zieht. Doch spätestens seit dem Weggang von Jason Statham und Dwayne Johnson alias Hobbs & Shaw ist das Augenzwinkern innerhalb der Reihe auf ein Minimum geschrumpft. Etwas, was auch Tyrese Gibson und Ludacris nicht kompensieren können. Nun möchte man meinen, bei einer Filmlänge von rund 2,5 Stunden nehme der zwischenmenschliche Anteil von Fast and Furious 9 ohnehin nur einen geringen Teil ein. Schließlich handelt es sich hier in erster Linie um einen Actionfilm. Doch die Drehbuchautoren Justin Lin und Daniel Casey halten zusätzlichen Storyballast bereit, indem sie ihren Film immer wieder mithilfe von Rückblenden ausbremsen, die die Beziehung zwischen Dom und seinem verfeindeten Bruder Jacob erklären sollen. Der von John Cena gespielte Hühne wird aus dem völlig banalen Grund zum Widersacher, sich mit seinen Schurkenaktionen endlich aus dem Schatten seines Bruders begeben zu wollen. Dass die MacherInnen ausgerechnet für so eine flache Motivation einen nicht unerheblichen Teil der Laufzeit opfern, ist kaum verständlich. Schließlich sind seit jeher die Action-Szenen das Herzstück der Fast and Furious-Reihe. Und wenigstens bei der Inszenierung derselben legt Justin Lin im Vergleich zu den bisherigen Teilen noch einmal eine gehörige Skurrilitätsschippe drauf. Neben der spektakulären Minenfeldszene und dem Abstecher ins All, natürlich nicht in einer Rakete, sondern in einem Auto, sorgt vor allem ein Riesenmagnet für Laune, mit dem nach Belieben Fahrzeuge durch die Luft geschleudert werden können. Und auch diverse Supersprünge von einem Auto aufs nächste, die Dom und Co. mittlerweile mit Leichtigkeit absolvieren, gehören selbstverständlich ins Stunt-Repertoire. Doch obwohl der Mix aus Computereffekten und handgemachtem Krawall einmal mehr so richtig knallt, kann all das nicht mehr wirklich überraschen. Der kontinuierlichen Sprengung der Grenzen zwischen möglich und unmöglich wohnt mittlerweile etwas Routiniertes, Kalkuliertes inne. Vielleicht ist das wirklich das Ende. Aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Machen wir uns an die Arbeit. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fiero ist, der an ein Raketentriebwerk geschnallt ist. Beeindruckend, ich weiß. Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend. Als in Fast 8 plötzlich das U-Boot auftauchte,
machte das noch für einen kurzen Moment sprachlos. Einfach weil in diesem Moment der schon oft zitierte Shark gejumpt wurde. Doch über diesen Punkt ist die Reihe mittlerweile hinaus und alles, was nun noch kommt, wirkt wie der krampfhafte Versuch, es noch einmal genauso zu machen wie vor ein paar Jahren. Und apropos krampfhaft, am besten lässt sich diese spannungsarme Routine anhand von John Cenas Performance veranschaulichen. Der mit einem hervorragenden komödiantischen Timing ausgestattete Ex-Wrestler, zu sehen unter anderem in Bumblebee oder Dating Queen, darf in seiner Rolle des Fieslings nie freidrehen. Schon allein die Kombination aus den Faktoren John Cena und einem Fast and Furious Film eröffnet in einem die schier grenzenlosen Möglichkeiten, wie der charismatische Schauspieler seine ganz eigenen augenzwinkernden Duftmarken im Film hinterlassen könnte. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass einem potenziellen Fanliebling des Fast-Franchises von vornherein die Flügel gestutzt werden. Allein die Tatsache, dass Hobbs & Shaw ein eigenes Spin-Off erhielten, entlockte Alpha-Tier Vin Diesel nicht die Euphorie wie sonst üblich. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb selbst eine Charlize Theron in Fast & Furious 9 auf die Rolle der Plot-Zusammenfasserin und Stichwortgeberin reduziert wird. Während einzig und allein Grand Dame Helen Mirren wirklich verstanden zu haben scheint, dass ein Engagement in einem solchen Film in erster Linie bedeuten sollte, einfach nur absurd viel Spaß zu haben und vor allem ihm dem Publikum zu bereiten. Kommen wir also zu einem Fazit. Die Stunts in Fast and Furious 9 sind erwartungsgemäß erste Klasse. Doch so langsam wirkt selbst so eine absurde Idee wie ein Abstecher ins Weltall routiniert und die betonte Ernsthaftigkeit der Reihe beißt sich zunehmend mit den hier ja eigentlich zelebriertem Wahnwitz. Und damit bin ich durch. Ab dem 15. Juli 2021 könnt ihr euch selbst überzeugen, dass es diese Woche der Donnerstag und es ist schon interessant zu sehen, dass der Vorverkauf für Fast and Furious 9 ordentlich angenommen wird. Also ich bin gespannt, nachdem Black Widow vergangene Woche mehr als 200.000 Besucher in die Kinos gelockt hat, wie das bei Fast and Furious aussehen wird. Und so viel kann ich verraten, ich werde den Film tatsächlich nochmal im Kino gucken, obwohl ich gar nicht so begeistert davon bin. Aber ich glaube, in IMAX macht das nochmal doppelt viel Spaß. Und ich bin einfach auf Kinoentzug, daher ja, Fast and Furious 9, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Genauso wie bei meinen anderen Podcasts dieser Woche zu Nebenan mit Daniel Brühl. Es ist auch einer erschienen vor einer Weile zu Minari. Der Film erscheint diese Woche ebenfalls. Und dann gibt es ab Donnerstag eine Kritik, eine Audiokritik quasi zu Space Jam 2. Da ist das Embargo leider relativ lang, deshalb müsst ihr da leider euch noch ein wenig gedulden. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.